Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit Feng Min. Ja, wir spielen tatsächlich Feng Min und das hat allerdings nur deswegen also was damit zu tun, weil ich wieder ein tägliches Ritual erfüllen muss. Und zwar muss ich mit Feng Min 15 Überlebende oder 7 Überlebende vom Haken holen, glaube ich, war das. Ich bin mir jetzt, ich glaube, das waren 7. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Tut mir leid. Ich war jetzt das Wochenende nicht da. Also ich habe lange nicht mehr gespielt und ich habe jetzt so einen Kackpullover an, merke ich gerade. Boah, nervt das Moment. Oh. Oh, was? Der hat meine Fußspuren gesehen. So, jetzt muss ich nochmal. Oh, meine Arme hochkrempeln. So, in der Wohnung ist es einfach so scheiße kalt. Wir haben hier hohe Decken. Also in Dresden hat man einfach meistens hohe Decken. Und, bis das Zimmer mal aufgewärmt wird, dauert es einfach mal Trilliarden Jahre. Ist kein Witz, es dauert Trilliarden Jahre. Meine Nase ist kalt. Meine Hände sind kalt. Meine Füße, ich sitze hier. Wobei, ich spiele immer im Schneidersitz. Ich dachte, würde kommen. Ich spiele immer im Schneidersitz. Sodass ich meine Füße schön mit meinem eigenen Körper aufwärmen kann. So, ich mache mal das Totem hier kaputt. War bestimmt gut. Hat ihn bestimmt nicht gestört. Nein, nein. Ja, wir müssen die retten. Das will ich auch machen. Ich habe extra dafür wir schaffen das mitgenommen. Dann auf jeden Fall Borrow Time. Klar, botanisches Wissen, damit ich sie auch schnell heilen kann. Und Einfühlungsvermögen, damit ich auch verletzte Personen sehen kann. So ungefähr weiß, in welche Richtung ich schon mal laufen muss. Das will ich nämlich unbedingt schaffen. Allerdings habe ich sie noch immer nicht. Unnötig. 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 Wo ist der? Da ist der. Ich habe immer noch keine Selbstfürsorge mit ihr, also mit Feng Min. Und deswegen nur so ein Kack Health Pack mitgenommen. Ich habe tatsächlich nur noch 2 von den gelben Health Packs. Boah, das ist so kacke. Ich glaube, der ist da noch, ne? Der ist da noch. Ganz ehrlich, dauert mir hier zu lang. Ich gehe woanders hin. In der ganzen Ruhe wollte ich einfach nur einen Generator machen, wäre ich schon wieder gestört. Mann. Egal, jetzt hören wir ihn wenigstens. Ja, also wenn ich jetzt hier grottig spiele, dann liegt es einfach daran, dass ich wirklich sehr lange nicht mehr gespielt habe. 3 Tage. 4. Ich war seit Donnerstag nicht mehr da. 4 Tage habe ich nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal noch ein bisschen reinfinden. Ach, guck mal, war da nicht gerade. Oh. Oh. Oh, das hört sich aber nicht so gut an. So, was ist mit dir? Er macht jetzt erstmal schön ein Totem. Wie sollte es auch anders sein? Oh, fuck. Ich will ungern liegen. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Er ist immer noch auf Diabolik 3. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Oh, cool, ey. Oh, fuck. Ach, da hat jemand verkackt. Okay, ich werde noch gesucht. Er findet mich aber nicht. Er ist so ein kleiner Camper jetzt. Ja gut, er hat jetzt Diabolik 3, ne? Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Der ist da noch. Das weiß ich doch nicht. Okay. Lukas, ich komme. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Schaffe ich das volle Hälfte? Oh nein! Oh nein! So knapp. Soll ich heilen? Hallo. Oh, das war so knapp. Oh, das ist eklig. Das war jetzt so knapp. Okay. Hier ist noch. Okay, das kann ich noch benutzen. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ich glaube, sie darf nicht mehr hängen. Ich glaube, Lukas darf nicht mehr hängen. Wir haben hier einen weiblichen Lukas. Oh, mit Claudette. So, ich finde, ich kann jetzt so ganz gut spielen. Ich habe einen richtig dicken Pullover an, muss ich dazu sagen. Und es hat mich gerade so ein bisschen genervt am Knöchel.
Jetzt geht es eigentlich, aber jetzt werden meine Unterarme auch kalt. Probleme. Oh Gott. Ja. Deswegen, eigentlich wird mir nie kalt. Also wirklich, ja, das ist jetzt auch wieder übertrieben. Mir wird schon kalt, klar, wenn es jetzt wirklich kalt draußen ist. Aber so habe ich immer warme Hände. Auch wenn ich irgendwie unter der Decke liege, wird mir so warm, dass ich einfach aus der Decke raus muss. Ich bin da echt wie eine Heizung. Das finden immer ganz viele faszinierend. Aber heute? Heute ist es irgendwie ganz gut. Ich glaube, es liegt auch daran, wenn man, ja, wahrscheinlich, wenn man auch müde ist, ne? Dann. Ist bestimmt eine Scheißidee, dass ich jetzt weglaufe. Ach, der ist da! Er ist da! Oh oh, oh oh! Ist mal richtig gechillt, den Generator wäre fertig, weiter. Ist bestimmt richtig, richtig, eine richtig gute Idee von mir, das zu machen, wenn der auf Diabolik 3 ist. Oh, er will sie haben. Okay. Ist wie Kino hier. Oh, shit. Ich glaube, jetzt kommt er sogar hier hin. Ja, hier müsste er jetzt. Ja, ja. Macht er doch nicht? Hä? Hat er das nicht gesehen? Dann hat er es wahrscheinlich nicht gesehen. Dann mache ich dann erstmal weiter. Hallo, mach ihn doch weiter. Es leckt so ein bisschen hier. Es leckt so ein bisschen, sage ich euch. Okay, ich warte, bis er weg ist. Ich möchte jetzt keine Fußspuren verursachen. Ah, er geht zurück. Ah, er geht zurück. Mhm, mhm, mhm. Ja, wirklich, das ist so ein kleiner Camper. Hallo! Oh. Will mich hier nicht verbrennen? Also, was heißt Camper? Aber er mag sie, glaube ich. Ganz ehrlich, ich hole dich jetzt einfach. Oh, scheiße, scheiße, ich habe ihn nicht gesehen. Es leckt. Es leckt wirklich schlimm. Hä? Ja, es leckt einfach. Ja, ich muss hier weg. Er geilt sich auf. Er geilt sich an mir auf. Nee, das möchte ich nicht. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Bro Time hat auch nicht eingesetzt. Ist natürlich supi. Okay, der macht deinen Generator weiter. Mein Fehler. Entschuldigung. Ah, fuck. Hätte ich ein bisschen warten müssen. Eigentlich suche ich jetzt hier gerade den Generator, aber ich glaube, da wurde einer gemacht. Das heißt, hier ist keiner. Ach, eigentlich muss ich sie ja retten, ne? Oh, oh, sie wird schon gerettet. Okay, alles klar, gut. Dann mache ich mal einen anderen Generator weiter. Hier ist auch schon einer gemacht. Ja, wo sind die denn? Da oben. Ja. Also dafür, dass ich lange nicht mehr gespielt habe, bin ich eigentlich ganz ruhig mit ihr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ruhig in diesem Sinne, weil ich zum Beispiel nicht sofort die Palette runtergeschmissen habe, als sie ja zwischen der Palette lag. Und er immer dann... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dachte, dass ich die Palette... Oh, ich gehe ihn heilen. Dass ich die Palette runterschmeißen würde. Habe ich aber nicht. Oh nein, da ist jemand gestorben. Ach, das war sie gar nicht. Das war dann jemand... Oh, das tut mir leid. Mhm. War da nicht gerade noch jemand an einem anderen Generator? Der müsste doch jetzt gleich fertig sein, oder nicht? Oh Gott, ich bin hier... Oh, er war die ganze Zeit noch auf Diabolik 3. Ah, krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Kriegt aber auch immer so spät mit, ne? Okay, ich mache den weiter. Oh, es leckt. Das ist sehr schade, dass es so leckt. Wirklich. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht oder ob ihr das so mitbekommt, aber wenn ich Leertaste drücke, dann der ist jetzt geleckt. Ja, der ist leckt auf jeden Fall. Und auch wenn, als ich sie jetzt runtergeholt habe und linke Maustaste gedrückt habe, dann passiert das so ungefähr gefühlt so fast 2 Sekunden später.
Okay, ich mach den letzten jetzt fertig. Ja, ist irgendwie eine komische Runde, sage ich euch. Irgendwie ist es komisch. Ich kann euch nicht mehr sagen, warum, aber ich finde die jetzt wirklich ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber so auch nicht spannend. Ich kann mir irgendwie bei ihm vorstellen, dass er Nöt mit hat. So. Wo ist ein Tor? Klasse. Da hinten jeweils. Warum stöhnt die denn jetzt so? Du hast noch nichts gemacht. Hör auf so zu stöhnen, Junge. Mädchen. Oh Gott, sie wird... Oh fuck. Okay, dann mache ich jetzt ein Tor auf. Oh, er kann sogar geheilt werden. Das heißt, er ist nicht da. Oh shit, ah. Und ich glaube, die Tore waren sehr nah beieinander. Egal. Wir machen jetzt einfach mal. Ach, guck mal, da läuft er weg. Alles klar. Okay. Da links von mir war noch ein Tor. Oh, die sieht ganz hübsch aus, ne? Boah, die stöhnt aber so ein bisschen. Also, du machst doch gar nichts. Du bist viel zu laut. Also, ich könnte nicht so... Also, ich könnte nicht so mit ihr spielen, wie ich mit Claudette spiele, glaube ich. Weil Claudette ist, finde ich, sehr ruhig. Außer du läufst natürlich. Aber so ist sie eigentlich ziemlich ruhig. Und du kannst dich schön mit ihr in der Ecke verstecken. Ja, das ist mit ihr irgendwie nicht so möglich. Okay, er schlägt drauf. Das Tor ist auch noch nicht geöffnet. Was macht denn der andere? Ich komme dich gleich holen. Ich komme dich gleich holen. Ich glaube, die alle haben hier noch nicht wirklich viele Spielstunden. Sonst wäre das Spiel jetzt irgendwie ein bisschen anders gewesen. Es hätte jetzt wenigstens einer noch das andere Tor aufgemacht. Wobei, er hat ihn gerettet, ne? So, es ist auf. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich laufe, Junge. Ich habe noch Borrow Time. Ja, er ist sofort rausgegangen. Klasse. Egal, ich versuche ihn jetzt zu holen. Fuck. Fuck. Das war zu spät. Ja, sorry, Jung. Das war zu spät. Ich hab's noch probiert. Oh, das wäre so geil gewesen. Ich habe noch linke Maustaste gedrückt und es hat nicht funktioniert. Kacke, da war der Tod, Ach, Kacke, Mann. Aber war klar, dass er campt. Also, es ist... Also, ich finde, der sah schon aus wie so ein Camper. So von wegen, ich bin nicht wirklich da. Weil von mir kriegst du keine Punkte mehr. Boah. Das war ein blöder Killer. Das war langweilig. Es war wirklich langweilig. Ich muss meinen Pullover wieder runterziehen. Also, würde mich wundern, wenn er viele Spielstunden hat. Wir schauen mal. 33. Okay, gut. Das war klar. Also irgendwie, man merkt, ich finde, ich merke mittlerweile, ob es jemand ist, der schon länger Dead by Daylight spielt oder noch gar nicht. Also beziehungsweise wenig gespielt hat. Wie ist es mit den anderen gewesen? Ich habe mir die, glaube ich, kurz angeguckt. Beziehungsweise kurz geschaut, woher die kommen. Ah ja, genau, die waren alle auf privat. 16 Stunden, ja, gut. Okay, da kann man, glaube ich, auch einfach nicht mehr erwarten. Schade, dass ich den nicht bekommen habe. Oh, das wäre so gut. Das wäre so göttlich gewesen, hätte ich den bekommen. Das wäre so gut gewesen. Vor allem, wir hätten Borrow Time noch gehabt. Das wäre so gut gewesen. Ja. Schade, dass der andere einfach rausgegangen ist. Wobei ich denke, dass er auch eher nicht wirklich viele Spielstunden hatte. Oder er hat sich das angeschaut und hat gesehen, dass er campt, dass Myers campt und ist dann einfach weggegangen. Aber ich frage mich immer, also auch als ich mit diesem Spiel angefangen habe, habe ich nicht gecampt. Und ich frage mich immer, das macht doch keinen Spaß, da zu stehen und dich umzudrehen. Das macht doch keinen Spaß, wirklich nicht. Also mir macht es einfach keinen Spaß. Klar, jeder Mensch ist anders, aber das ist doch mega langweilig. Wenn du da stehst, richtig ein bisschen um, guckst, ja, ist da jemand, kommt da jemand? Und das ist doch... Nee, weiß ich nicht. Schön ist es nicht. Da gibt es schönere Sachen. Okay.
Ich glaube, ich werde die zwei Folgen gleich zusammenschneiden. Ich hatte vorhin auch Probleme schon reinzukommen. Ich gehe nochmal raus. Warte mal, wir machen mal was anderes. Wobei, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal liegt das bei mir auch an dem Survivor. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht. Wenn es jetzt... Ah, guck mal. Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es liegt an dem Survivor. Oder wenn ich Items mitnehme zum Beispiel. Ich habe zwei gerettet. Das ist einfach nichts. Ne? Und ich muss 7 retten. Okay, 7 muss ich retten. Fengming, ich brauche dich. Ich würde diese Perks eigentlich so stehen lassen. Das gefällt mir ganz gut. Die Jule spielt mit und ist privat. Auf privat gestellt. Wir können nichts sehen. 168 Stunden, beziehungsweise woher... ich glaube, da stand... Nee, man sieht nicht, woher er kommt. Und du bist auch auf privat... Momentan... Es heißt momentan, ich spiele jetzt heute seit langem wieder. Aber mir ist mal aufgefallen, dass viele jetzt ihr Profil jedes Mal auf privat stellen. Was ich ja schade finde. Ich mag mir eigentlich die Profile anderer anschauen. Also manchmal haben die echt schöne Profile. Das hatte ich auch schon mal im Stream erwähnt, meine ich. Das ist echt cool. Ja, das macht dann auch... Spaß, ne? Also, beziehungsweise Spaß. Man kann auch so einschätzen, wie der Survivor ist. Killer siehst du ja so oder so nicht, aber ich finde es auch einfach schön, die Profile anzuschauen, wenn die so schön gestaltet sind, wenn die so super Ideen haben. Das ist schon cool. Ja, genau. Aber, ja gut. Haben sie aber jetzt. Also, finde ich halt komisch. Finde ich schade, dass man das so macht. Also so, ich denke mir immer so, warum machen die das? Warum stellen die ihr Profil auf privat? Ich meine, die können das doch zeigen, wie viele Spielstunden die haben oder was auch immer. Vielleicht wollen sie es auch einfach nicht, ne? Wer weiß, vielleicht hat man auch einfach was zu verheimlichen. Man steckt nicht in der Person drin. Keine Ahnung. Ich habe mein Profil auf öffentlich, ich habe da eine Katze. Wobei mir wurde mal gesagt, dass Leute, die immer eine Katze im Profil haben, verrückt sind oder... keine guten Spieler sind. Oder, nee, nicht keine guten Spieler, sondern Kackkiller. So, die immer campen. Das wurde mir mal gesagt. Aber, ich bin eine Ausnahme. Oh, krass. Die ist immer noch hier. Ach, deswegen. Sie hat jemanden gesehen. Oh Gott, und tot. Nein, doch nicht. Und tot. Ja, gut. Habe jetzt schon sehr viel in diesem Spiel gemacht. Ich will dir mal helfen. Ich darf nicht vergessen, dass ich sie retten muss. Wo ist sie? Ich glaube, sie hat mich gesehen. Nein, sie hat mich nicht gesehen. Nein, sie hat mich nicht gesehen. Sehr geil. Fuck, warum kommt die zurück? Ach, dein Ernst? Hä, wie hat die mich denn gesehen? Wie hat die mich denn gesehen? Ach, ich bin tot. Ja, hab ich verkackt. Hab ich doch nicht verkackt. Fuck! Schade, 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 schade. Ich hab's probiert. Ach, Mann, ey. Hör doch auf zu campen. Geh doch einfach weg. Wie hat die mich gesehen? Ich bin nicht gerannt. Bin ich gerannt? Hä? Hä? Ich gucke jetzt nochmal auf den Baumstamm, aber wie hat sie mich denn da gesehen? Jetzt ernsthaft? Okay, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach Kacke gespielt. Vielleicht hat sie mich von Weitem schon gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir schauen uns mal an, was noch passieren wird. Kann auch sein, dass es jetzt eine kurze Runde war. Wer weiß, ich hoffe nicht. Ich möchte gerne gerettet werden. Der eine ist da hinten am Generator. Sie heilt sich. Okay.
Aber vielleicht hat sie... Was macht sie denn? Vielleicht hat sie auch Barbecue und Chili mit dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klasse. Ach komm, Lady R. Mann, ey. Scheiße. Es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp. Oh! Gott, 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 Gott. Kannst du mal bitte weggehen? Kannst du mal bitte weggehen? Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott! Ich raste aus! Ich kann nicht mehr! Lady, lass mich in Ruhe! Fuck, jetzt hat sie mich, jetzt hat sie, ja, das habe ich, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Egal, ich hab's lange ausgehalten, das war mega geil. Das war jetzt voll cool. Wie geil war das denn jetzt gerade, bitte? Oh mein Gott, das wird immer besser, das wird immer, immer besser. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Klar, es ging noch besser, wenn ich jetzt hier richtig gut wäre, dann hätte sie mich gar nicht bekommen. Aber ich habe jetzt gerade einfach einen Denkfehler gehabt. Ich hätte nicht nach rechts gehen sollen. Ich dachte mir nur so, okay, noch eine Runde schaffst du nicht. Ich hätte, glaube ich, einfach da bleiben sollen. Ah, jetzt kennt sie mich. Oder gehst jetzt weg? Man weiß es nicht, ne? Ich glaube, sie mag mich. Nicht. Ich glaube, sie mag mich. Ja, sie hat sehr viel Zeit verschwendet, ne? Wir brauchen jetzt nur noch einen Generator. Krass, ah. Boah, ich war gerade so aufgeregt. Oh, ich war gerade so aufgeregt. Okay, nee, die wird nicht gehen. Die wird mich sterben lassen. Oh Gott. Ich hab's ihr. Ich glaube, sie ist ziemlich sauer. Hä, warum? Okay, kann natürlich sein, dass es jetzt ein Aus Versehen war. Oh, sie campt mich. Es ist so krass. Es ist so krass, gecampt zu werden. Die eine traut sich nicht. Ja gut, was soll sie auch machen, ne? Wie wir sagen, spielen wir noch eine Runde. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Die war sauer. Oh, guck mal, die Kuh fand es auch nicht gut. Nee, die war nicht begeistert, dass ich sterbe. Nein, nein, nein. Ja, ich, ja, das war... Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt zwar gestorben, aber das hat echt viel Spaß gemacht jetzt am Ende. 370 Spielstunden, also... Ich glaube, gegen ihn habe ich sogar schon mal gespielt. Irgendwie, irgendwas sagt mir der. Nice Killer. Ich zeig dir mal einen nice Killer. Nice Killer, also einen schönen Killer. So. Ja, keine Ahnung, was soll man denn machen? Ich sag, wir nehmen einfach das hier, weil campen dürfen sie ja, ne? So, ich bin gespannt, was sie bei ihr, also was sie bei der Claudette jetzt macht. Ach, sie ist tot. Nichts macht sie da. Okay, die beiden können raus. Ja, egal. Also, finde ich, wirklich, ich, die haben jetzt, braucht nur noch einen Generator. Das,
hat mir doch jetzt viel gebracht. Aber irgendwie hat sie, weiß ich nicht, wusste sie immer, wo die sind. Wo ich auch war. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Also ich finde, so schön hat der, so ein guter Killer ist es jetzt nicht gewesen. GG. Also ich glaube, sie hätte mehr bekommen können. Viel mehr. Ich glaube, wenn auch keiner schreibt GG, dann Süße oder Süßer, dann war das einfach keine gute. Dann war das einfach keine gute Runde. Nein, nein. Einfach keine gute Runde. Ach, guck mal, jetzt klappt es wieder nicht mit Feng Ming. Wir machen jetzt noch eine Runde. Ich möchte gerne vom Haken holen. Das wäre mir ganz lieb. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe echt Probleme, in eine Lobby reinzukommen. Ach, guck mal, das will ich doch gar nicht. Verdammt, Moment. Da habe ich mich verklickt. Mit Claudette. Wir probieren es nochmal mit Claudette. Das war cool. Das, also wenn ich an so einer Stelle nichts sage, dann liegt das einfach daran, dass ich unglaublich konzentriert bin. Und wirklich darauf versuche, also darauf zu achten, dass sie mich nicht bekommt. Und das klappt, das hat jetzt echt ganz gut geklappt. Aber irgendwie klappt das jetzt hier nicht mit der Lobby. Nee. Ich weiß nicht, was los ist, ne? Also dieses Spiel macht mich manchmal verrückt. Also ein bisschen. Ich würde jetzt eigentlich gerne... Dann wisst ihr was, wenn ich sage, war das jetzt erstmal für diese Folge, wenn ich jetzt nicht irgendwo reinkomme. Ich würde nämlich gerne noch Life is Strange aufnehmen. Nein, es hat funktioniert. Sehr geil. Okay, cool. Dann spielen wir doch noch eine Runde. Ihr dürft euch bei Dead by Daylight bedanken. 170 Stunden. Oh Gott, Junge, du bist wie als... Na, egal. Okay. Warum habe ich denn keinen Perk mit? Wir nehmen einfach mal das hier mit. Wobei ich ja eigentlich gerne Feng Ming spielen möchte, aber es sieht hier so aus, als wären die schon länger da. Wisst ihr, was cool wäre, wenn du irgendwie mit der Lobby interagieren könntest und auf den Kürbiskopf draufklicken könntest und er dann irgendwie so, ich weiß nicht, lächelt oder hüpft oder was auch immer. Ich glaube, sie warten hier schon ein bisschen länger. Ich gehe hier nochmal raus. Solche Lobbys habe ich auch manchmal. Weil eigentlich geht das super schnell. Eigentlich geht das wirklich richtig, richtig schnell, dass da jemand reinkommt. Zack, jetzt wäre ich eigentlich schon irgendwo drin, beziehungsweise es würde laden. Ja, okay, ich muss mir mal anschauen, was es da gibt, ob es da irgendwelche Probleme gibt heute oder auch wobei. Ah. Wir spielen einmal mit Punkt. 68 Spielstunden. Warum spiele ich denn hier mit 139? Und du hast 417. Okay, gut. Achso, ich will ja keine Claudette spielen. Ich möchte gerne Feng Min spielen. Und ich wieder ein Healthpack mitnehmen. Komm, ich habe 15 von denen. Kann ich hier ein bisschen... Oh. Komm, wir spielen noch gar nicht zusammen. Aber pass auf, jetzt geht's wieder nicht, weil ich ein Item mitnehme. Wir probieren es mal. Jetzt okay, ich raff das Spiel einfach nicht. Wir probieren es einfach jedes Mal und dann irgendwann kommen wir rein. Oder halt auch nicht. Maurice. Profil privat. Und was ist mit dir? 234. Okay, gut. Also, wir nehmen ein Health Pack mit. Das will ich gerne mitnehmen. Und, ja, komm, das reicht. Wir haben botanisches Wissen mit. Das sollte eigentlich erstmal genügen. Die Musik ist schon geil. Die Musik ist sehr cool gemacht. Das erste Mal was anderes. Und zweitens macht es irgendwie gerade Laune, so wieder Dead by Daylight zu spielen. Wobei ich mir, wie gesagt, gewünscht hätte, dass die auch im Spiel, also in der Map, was geändert haben. Aber haben die nicht. Haben die leider nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind die, ich weiß nicht, ob die zu faul sind. Aber mal ganz ehrlich, also als ob die das nicht irgendwie hinbekommen. Das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die es hinbekommen. Oder dass sie irgendjemanden suchen, der würde es hinbekommen, jedenfalls. Ich glaube, die möchten einfach nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die möchten einfach nicht. Man denken sich so, nee. Da habe ich keine Lust drauf. Okay, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Und dann hoffentlich, weil mein Plan war eigentlich, dass ich ganz viele Survivor rette. Aber das hat nicht funktioniert bis jetzt. So eine Kacke. Ich weiß nicht, warum. Also, ich glaube, die Anna hatte mich gefressen. Wobei ich Anna doch so gern mag.
Aber sie wollte mich nicht, die wollte mich nicht mögen. Sie hat mir noch nicht mal die Chance gegeben, mich zu mögen. Ja. Aber das mit dem Fenster hätte ich noch ein bisschen besser hinkriegen müssen, da wo sie mich als erstes bekommen hat. So tun, also ich würde so tun, als ob ich durch das Fenster gehen würde. Mache es aber dann nicht in Wirklichkeit. Sodass die meisten Kinder immer auf das Fenster drauf schlagen. Oh, geil, sie hat den Kürbiskopf. Wie cool. What? Schon direkt gefunden? Oh, wie cool. Oh, der Kopf sieht so geil aus. Okay, das sieht mega cool aus. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man selber Nurse spielt. Ich mache jetzt einfach gerade... Das sieht so geil aus. Jetzt mal ernsthaft. Okay, ich weiß, es ist jetzt hier gerade langweilig, aber ich warte hier mal ein bisschen. Denn, ich möchte sie gar nicht vom Haken holen. So, sie geht dahin. Wir holen dich jetzt einfach mal schnell. Boah, die sieht so geil aus. Okay, ich glaube, das ist nicht die schlechteste Nurse. Die ist nicht von schlechten Eltern. Alter, zack, zack. Wir müssen mal Generatoren machen. Ich glaube, die Runde wird nicht so bombastisch gut. Boah, die fängt mir in die Stöhnen so komisch, ne? Wirklich, als hätte sie einen Stock im Arsch oder so. Ich weiß nicht, aber anders kann ich euch das nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber das ist echt komisch. Oh Gott, der wird sofort gerettet. Okay, ich rette dich, Junge. Für mich ja eigentlich ganz gut. Alter. Okay. Heilen. Heilen, ich heil dich. Es geht ganz schnell bei mir. So. Boah, diese Frau macht mich fertig, ne? Ich habe einfach noch gar keinen Generator. Aber egal, ich kann dafür meine, mein tägliches Ritual erfüllen. Nein! Okay, sie hat mich gesehen. Ich muss sie mit Borrow Time holen. Ja, ich muss sie mit Borrow Time holen. Fuck, ich hole sie nicht mit Borrow Time. Hol sie doch! Hol sie doch! Ey, da ist doch einer noch. Warum holt er sie nicht? Doch, er holt sie. Okay. Süßer, du musst mich retten. Hallo, du musst mich heilen. Bitte heil mich. Oh, ich hoffe, sie tunnelt nicht. Okay, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht sie jetzt? Sie tunnelt nicht. Okay, sie tunnelt nicht. Oh, lange nicht mehr eine Killerin gehabt oder einen Killer, der nicht tunnelt. Was macht sie da? Die läuft so ein bisschen hin und her. Ich glaube, sie hat den Eingang nicht gefunden. Oh, wie cool. Oh, wie cool, dass sie nicht tunnelt. Ernsthaft jetzt. Aber können wir jetzt mal bitte einen Generator machen? Das wäre cool. Würde ich sehr befürworten. Okay, da ist sie. Och. Boah, die sieht so geil aus.
Hat sie mich gesehen? Ich hoffe nicht. Boah. Ich glaube, ich spiele jetzt hier aber auch nicht mit den... Ich halt... Nee, er möchte nicht geheilt werden. Komm, komm zu mir. Oh, ja, klasse. Toll, sie blockiert. Geil. Ja, komm, nimm mich. Ach. Oh, geil. Super geil von dir auf jeden Fall. Super geil von dir, dass du blockierst. Aber hat sie nicht schlecht gemacht, dass sie einfach gewartet hat erstmal. Ach, ist echt unnormal, dass jetzt hier der Keller ist. Halt ihn, heil ihn, heil ihn doch. Ach, nein, geh doch nicht dahin, du musst rennen. Oh. Egal. Nicht, egal. Ja, jetzt ist er tot. Oh, egal. Weil kann sein, dass sie ihn jetzt liegen lässt. Nee. Ach, der hat eine Taschenlampe. Ja, okay, ich bin tot, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das hier was wird. Ja, okay. Aber das hat sie nicht schlecht gemacht, dass sie einfach... Wobei, wie hat sie das denn eigentlich gemacht? Eigentlich ist es ja so, wenn sie ihre Fähigkeit loslässt, dann teleportiert sie ja. Teleportiert sie sich ja. Aber sie hat sich selber gestunt an einem Punkt. Aber ich verstehe sie jetzt, Sina, nicht so gut, dass ich wüsste, wie das funktionieren würde. Ach, Süße, du hast noch einfach... Oh. Bill, ich glaube nicht, dass der Bill mich holen geht, wie gesagt. Der ist so ein bisschen ängstlich. Ja, okay. Oh. Oh. Oh, was wird das? Borrow time, borrow time. Borrow time. Nice. Das Problem ist nur, ich habe das beschissenste Health Pack, was es gibt. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, 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 scheiße. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit, 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 oh shit. Okay. Kriegen wir hin? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, bestimmt hat sie Nurse Calling mit. Boah, bin ich gerade aufgeregt. Okay. Sehr gut. Lass uns bitte den Generator hier fertig machen. Also die Nurse ist nicht von schlechten Eltern. Wirklich, die spielt das ganz gut. Ja, ganz gut ist gelogen. Sie spielt das sehr gut. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Ach, komm. Habe ich sie jetzt nicht gestunt? Ja, ich bin noch nicht tot. Boah, wenn ich so die Nurse spielen könnte, das wäre so geil. Das wäre so geil. Kann ich aber leider nicht. Oh, sie hat den Haken nicht gesehen. Oh Gott, sie hat eisernen Griff drin. Aber ja, tschüss, ne? Also, wobei, ich bin noch gar nicht tot, glaube ich. Nee, ich bin noch nicht tot. Wie hat sie das gedacht? Aber gut, ich glaube, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass sie jetzt hier in der Nähe sein wird. Ja, gut, ne? Ja, gut. Jetzt, ich sehe deinen Kopf. Ach komm, sie hat eine blutige Kleidung, bitte. Oh wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Bill. Oh ja, ich bin so tot. Oh, ich bin so tot, ah.
Ach ja, kannst du knicken. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Richtig unbefriedigend gerade, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, irgendwie haben wir ganz coole, komische Killer. Ich würde so nicht spielen. Vielleicht spielt man ja die Nursook, ich weiß es nicht. Aber muss man echt da oben auf dem Bagger stehen, wenn noch 4 Generatoren gemacht werden müssen und 2 nur leben? Also, ich spiele immer sehr gerne mit den Leuten dann, ne? Also, ich spiele wirklich sehr gerne. Ich lasse die dann so laufen und lasse die einfach mal auf dem Boden liegen und spiele einfach so ein bisschen mit denen. Also, wo ich mir auch schon sicher bin, okay, ich kriege die sowieso. Sie hat ja echt gut gespielt. So ist es ja nicht. Aber es war langweilig einfach nur. 981 Stunden. Ja, gut. Aus Polen. Ja, ich glaube nicht, dass sie das Campen nötig hat, ehrlich gesagt. Ja, okay, gut, alles klar. Guckt mal bitte, was sie mit dabei hatte. Oh je. Deswegen konnte sie sich auch so schnell wahrscheinlich teleportieren. Ah, nee, warte mal. Hat sie gar nicht. Okay, dann warte mal. Dann hat er oder sie es einfach ziemlich gut gemacht. Ich schreibe echt kein GG, wenn man da campen muss. Ich weiß nicht, für mich ist das einfach campen, wenn ich erstens Herzschlag noch habe, zweitens die ganze Zeit oben chillt, anstatt so zu den Generatoren zu gehen und dann wartet, bis sie irgendwas sieht. Das ist für mich einfach langweilig. Okay, wie viele habe ich denn jetzt mittlerweile geholt vom Haken? Lass mal schauen. Es sind 5 insgesamt. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir in der nächsten Folge nochmal für Ming. Ja, irgendwie waren die jetzt nicht so geil, die Folgen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich mich nochmal reinfinden in das Spiel. Keine Ahnung. Oder es ist einfach blöd, jetzt gerade alleine zu spielen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, die nächste Folge wird dann besser sein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einer nächsten Folge oder in einem nächsten Livestream wieder. Bis dann. Tschüss.